Zwangsarbeit ist in der wirtschaftlichen Lage im Moment unsere stabilste Brücke, ein tiefes wirtschaftliches Tal. Die Bundesregierung macht damit deutlich, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Auch wenn wir im nächsten Jahr mit einer wirtschaftlichen Belebung wieder rechnen, wenn alles gut geht. Die Krise ist die tiefste wirtschaftliche Krise in unserer Generation und sie ist noch nicht am 1. Januar vorbei. Deshalb ist es richtig, dass wir die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von 12 auf 24 Monate verlängern. Deshalb ist es richtig, dass wir den Zugang zur Kurzarbeit bis zum 31. März für die Unternehmen und Beschäftigten, die das brauchen, vereinfacht halten. Deshalb ist es richtig, dass wir für die Beschäftigten und die Familien, die länger in Kurzarbeit sind, dafür sorgen, dass das Kurzarbeitergeld auch erhöht wird in der Endstufe, für die, die ganz lange drin sind, auf 80 bzw. 87%. Wir werden Unternehmen und Beschäftigte weiter unterstützen. Auch mit der Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen von 100% bis zum 30. Juni. Danach wird das runtergehen, weil die wirtschaftliche Perspektive das dann auch ermöglicht. Aber für die Unternehmen, die dann Kurzarbeit mit Weiterbildung verknüpfen, gibt es einen finanziellen Anreiz, das zu tun, um dem Strukturwandel auch entgegentreten zu können. Kurzarbeit, meine Damen und Herren, ist zugegebenermaßen sehr teuer. Aber Massenarbeitslosigkeit wäre finanziell und sozial für unser Land viel, viel teurer. Ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit, die das umsetzen, außerordentlich dankbar. Wir bauen Brücken für Wirtschaft und Beschäftigte. Und ich bin dem Koalitionsausschuss sehr, sehr dankbar, dass er gestern meinen Vorschlägen gefolgt ist. Wir werden das jetzt unmittelbar gesetzgeberisch auf den Weg bringen.